Das sind Leute, die sich Christen nennen. Ja? Einer, der den Koran verbrennen will, der ist ein Pastor. Warum? Warum dieser Hass? Warum dieser Hass? Aber leider, unsere Präsidenten verbrennen den Koran jeden Tag. Derjenige, der den Koran nicht folgt, ist zu vergleichen mit jemandem, der den Koran verbrennt. Derjenige, der die Scharia Allahs nicht praktiziert, ist sogar schlimmer als jemand, der den Koran verbrennt. Ja? Es tut jedem Muslim weh, zu hören, dass der Koran verbrannt wird. Aber leider tut es die Muslime nicht weh, dass Allahs Gesetze nicht praktiziert werden. Und hier müssen wir aufwachen. Muslime werden terrorisiert in Gesamteuropa und weltweit. Der Islam wird in den Medien mit aller Härte bekämpft. Und man fragt sich, warum? Warum bekämpfen die Menschen den Islam? Die Antwort liegt im Koran. Allah sagt, قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. Sinngemäß übersetzt, schon wurde Hass aus ihren Mund offenkundig und was ihre Herzen verbergt, ist noch schlimmer. Also das, was ihr in den Medien jetzt über den Islam hört, für Hasspredigt, das ist nur ein Bruchteil von dem Hass, was in den Herzen dieser Menschen gibt. Warum? Warum? Weil Allah im Koran sagt, لَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. Ja, Muslim, mit dir werden weder die Juden noch die Christen zufrieden und einig sein. Auch wenn du deren Bekenntnis folgst. Wallah, wenn du Christ wärst, oder Jude wärst, wallah, die werden dich nicht mögen. Das sagt Allah im Koran. Ja? Deshalb, wir sollten uns nicht wundern, dass der Islam mit aller Härte bekämpft wird. Das ist Hass. Also die sind Hassprediger, nicht wir Hassprediger. Wir lieben nur das Beste für die Menschen. Wir wollen die Menschen mit Allahs Erlaubnis, inshallah, ins Paradies mitnehmen. Wir machen Dauer, um die Menschen vor der Dunkelheit, vor den Finsternissen und aus den Finsternissen rauszuholen mit Allahs Erlaubnis. Und natürlich, für sie sind wir Hassprediger. Wenn Menschen in einer Moschee sich versammelt haben, jeder wird denken, ah, die planen irgendwas. Aber Millionen von Menschen versammeln sich in der Kirche, das sind friedliche Menschen. Ja? Das sind friedliche Menschen. Und die Äußerungen, die wir in der letzten Zeit hören, von Menschen, die auf höheren Ebenen stehen und gute Positionen in der Politik haben, wallahi, das ist beschämend. Nur Allah weiß, wie stark wir belästigt und terrorisiert werden. Und ihr seht selber, die Brüder von Einladung zum Paradies, was mit ihnen geschah. Die haben eine Moschee gekauft, bezahlt und man hat ihnen verboten, die Moschee zu betreten. Und man bezeichnet diese Brüder als Terroristen. Obwohl sie, subhanallah, fast in jedem Vortrag sich distanzieren von Sachen, die ein Muslim eigentlich nicht angehen. Und man fragt sich, wer ist der Terrorist? Ist der Terrorist, der Allah dient, oder der Terrorist, der Allah flucht und undankbar ist? Wer ist der Terrorist? Das ist eine Frage. Ja? Und jeder soll diese Frage beantworten. Wir leben auf Allahs Erde. Allah sagt im Koran, وَالْأَرْضِ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ. Und die Erde gehört
meinen rechtschaffenen Diener. Inshallah sind wir Allahs rechtschaffenen Diener. Ja? Wir sind keine Ausländer.